Ja, Lilo, ein kurzes Update hier zur, bis für mich ganz ehrlich gesagt, zur bestgelaufenen Aktie der letzten 6 Monate. Das ist die Gazprom-Aktie, also starker Trend, muss man echt sagen. Stetig bergauf und heute haben wir zum ersten Mal die 6,50 angekratzt. Und wenn ihr euch mal in meinem Kanal umschaut und da ein paar Videos zur Gazprom-Aktie der letzten Monate und des letzten Jahres und Ende letzten Jahres euch anschaut, wo wir ja so um die 3 bis 4 Euro rumgekrebst sind und bei der ADR hier halt nun mal und jetzt uns fast verdoppelt haben. Das heißt, ich habe natürlich nicht 100%, weil ich habe ja sozusagen so eine Art Sparpläne. Ne? Ich investiere ja immer so kleine paar hundert Euro jeden Monat und aber es ist schon definitiv sehr beruhigend, was da stattgefunden hat. Ja? Und dass die letztendlich dieser ganze Tohuwabohu um die Pipeline und all dieser Kram, ja, dass das natürlich alles nur kurzfristige Ups und Downs sind. Und das Ding definitiv, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehen, 3-Jahres-Chart. Hier wieder bei den Hochs jetzt quasi wieder angelandet, quasi ja fast wieder angelandet sind, also angelandet, angekommen. Ja, also da braucht man eigentlich auch gar nicht viel dazu sagen mehr. Ich finde es einfach genial. Höchstwahrscheinlich wird die Dividende ungefähr bei 37 Cent je Aktie liegen und die wird, glaube ich, so in einem Monat oder sowas ausgeschüttet. Freue mich jetzt schon drauf, ist sozusagen 13. Monatsgehalt. So ungefähr. Ich meine, immerhin, ne, das sind ja immerhin über 5%, weit über 5%. Na, aktuell nicht, weil der Ding so hoch ist, aber ist ja auch egal. Dafür ist halt der Kurs höher. Und ja, auf jeden Fall dann ja, viel Glück euch allen und toi 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 und Daumen hoch an all diejenigen, die so eisern waren und haben hier im Low nachgekauft, so wie ich auch. Und letztendlich auch durchgehalten. Ja? Das ist auch gar nicht so einfach gewesen. Und wenn man selbstständiger ist und vielleicht auch keine konstanten Einkommensströme hat, und viele sind halt einfach sagen wir mal, auch selbstständig, die sagen wir mal, hier auch auf dem Kanal sind, aber dann ist es natürlich vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ne? Aber das ist doch eine sehr freudige News. Und ich werde vielleicht mal ein Video drehen über die drei Flops. Also ich glaube, zwei oder drei Aktien, wo ich sag mal Verluste gemacht habe. Insgesamt habe ich halt einen Gewinn von über 10% dieses Jahr schon und das ist für mich auch mein Ziel. Also ja, also das ist auf jeden Fall, ich habe nicht vor, hier mit Aktien reich zu werden oder sowas. Ne? Das mache ich einfach nur, um zu diversifizieren. Und ja, um zu diversifizieren, ja, denn nichts ist umsonst, ja, jede Rendite, desto höher die Rendite, desto höher das Risiko, ja, das ist halt einfach so in unserer Welt. Das heißt, auch bei der Gazprom gibt es gewisse Risiken. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter noch zurückgehen, dann sieht man eigentlich, dass wir schon im Aufwärtstrend sind, aber halt aber schon krass, also mit diesem Oil Problem, ja, Gas ist an Öl gekoppelt, ja, das heißt, wir hatten hier Minuspreise im Öl kurzfristig, das hat hier natürlich das ganze Ding runtergezogen und davor sind wir quasi ja fast schon jahrzehntelang seitwärts gelaufen und hatten das Hoch von 2011 ja fast 10 Jahre lang nicht mehr gesehen, ja, also 8, 9 Jahre lang und also es ist schon eine krasse Durststrecke und damals war die Dividende auch, glaube ich, noch nicht so hoch. Also ja, also ich denke mal, dass auch Gazprom hat ja auch so ein paar Unterfirmen, die da recht kräftig auch forschen in Richtung Wasserstoff und so weiter und Alternativenergien und so weiter. Und ja, und die Mehrheit besitzt ja auch sozusagen der Staat. Das ist ja auch nochmal so eine Art Rückversicherung, ja. Und so, also ich meine, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich werde wahrscheinlich kein Stück aus der Hand geben, weil von der Gewichtung her ist es jetzt auch nicht so interessant für mich,
dort Kasse zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt in all, wenn ich jetzt mal angenommen, ich hätte jetzt Gazprom würde 50% meine Gazprom-Position würde 50% meines Portfolios ausmachen, ja, nach dieser Verdopplung oder so, was aber nicht der Fall ist, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen abbauen und umschichten, weil das wird jetzt einfach hier so auf die 12 Euro raufgehen. Davon ist jetzt mal nicht auszugehen. Ich gehe eher davon aus, dass wir mehr oder weniger seitwärts tendieren die nächsten Jahre, was auch völlig okay ist. Aber dadurch, dass es einfach, sagen wir mal, ja, also ich glaube, wenn ich all meine Portfolien zusammenzähle, dann habe ich, dann macht meine Gazprom-Position weniger, weit weniger wie als 10% aus. Und das ist, da brauche ich jetzt nichts abzubauen. Die halte ich einfach und fertig. Und ja, das war's. Und ja, so, das war's. Wer sich das mal anschauen möchte, was die so alles bauen und machen und tun und im Hintergrund. Da gibt es ein, zwei coole Videos im YouTube, die kann man sich dazu mal anschauen. Die sind auf Kanälen, die gar nicht so berühmt sind. Ja, also so ganz ein kleiner Kanal, der hat das mal richtig gut ausgearbeitet, was die Gazprom alles macht und tut. Vielleicht, wenn ich das Video wiederfinde, dann verlinke ich es euch hier unten auf jeden Fall im YouTube. Und ansonsten, oder einfach mal selber suchen. Ansonsten schaut mal auf meinem Kanal die anderen Gazprom-Videos, was ich da so gesagt habe, zwischen 6 und 7 Euro. Ja, also da hatte ich im Nachhinein tatsächlich die Glaskugel in der Hand, ja, was natürlich nur sehr selten passiert. Aber bei Gazprom ist es irgendwie so, als, ja, als würde ich wirklich, keine Ahnung, vorhersagen können, was passiert oder wohin der Ding geht. Bin aber aktuell wirklich etwas vorsichtig. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, so auf einen Schwung, sagen wir mal, ein bisschen Kohle übrig hast, würde ich da jetzt nicht einfach alles reinbuttern. Ja, also ich gehe mal, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, sagen wir mal, so 50-50. Einfach so mal einen Daumen gepeilt, ja, ohne jetzt groß hier eine fette Analyse zu machen, ja, die wahrscheinlich sowieso nichts bringen würde, weil, ja, ist eine russische Firma. Aber ich will mal sagen, rein so aus dem Bauch heraus, ja. Und bitte das wirklich auch so wahrnehmen, dass ich hier einfach Sachen sage, die aus dem Bauch herauskommen. Aber unter Berücksichtigung dessen, dass ich in letzter Zeit eigentlich ziemlich viel Recht hatte mit diesem Gazprom, ist die Chance wahrscheinlich 50-50 oder sogar tendenziell ein bisschen niedriger, dass wir jetzt hier neue Hochs machen, dass wir jetzt dann mal über 7 gehen, über 8 oder ich weiß nicht wohin. Was war denn das Höchste, was die jemals hatte? 10 Euro oder sowas. Auch wenn jetzt halt irgendwelche Goldman Sachs und dies und das und irgendwelche tollen Analysten rauskommen werden, wahrscheinlich, oh, wir sehen da irgendwann 12 Euro oder irgendwie sowas. Das interessiert mich alles nicht, was sie sagen. Ich höre da auf meinen Bauch und auf meinen gesunden Menschenverstand. Und da müsste der Ölpreis schon über 100 Dollar gehen oder so. Ne? Also so wie damals halt in diesem, was war da, Krieg oder irgendwas, keine Ahnung. Gazprom war damals ja nur 10 auf 10 Euro, weil der Ölpreis ja so krass teuer war. Man könnte das hier zum Beispiel versuchen, in dieser Grafik übereinander zu legen. Benchmark Add und dann mal hier Oil. Also geht nicht. Öl. Na super. Ja, was ist denn das? Shell vielleicht? Oder? Achso, da muss man searchen. Okay, Moment. Ölpreis. Was ist das? Oil. UK Oil und Gas. Na super, okay. Das hat jetzt wieder gar nichts gebracht. Jetzt machen wir mal die Shell-Aktie, weil die ist ja auch direkt am Ölpreis gekoppelt, sozusagen. Oh, da gibt es ja Zertifikate. Wieso das denn? Das ist doch Kacke, oder?
Na, endlich. So. Was soll jetzt diese Linie bedeuten? Ja, okay, also ihr seht schon, ich nutze dieses Benchmark-Ding hier nicht sehr häufig. Meine Herren. Also ich will hier Ölpreis. Benchmark Ölpreis. Bitteschön. Na super. ETF Öl. Basket. What the fuck, ja, also wirklich. Mein Gott, wie kompliziert kann es denn sein? Na egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.